Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir werden hier an diesem Samstag direkt mit Klonopolis begrüßt. Bei der Suche nach Ressourcen ist ein Mitglied unseres Außenteams versehentlich auf einen losen Schaltkreis getreten, wodurch der gesamte Haufen an Klonen erwacht ist. Hunderte synthetische Augen öffneten sich, um jede unserer Bewegungen zu erfassen. Aufgrund des fortgeschrittenen Schwunds waren die Klone nicht mehr in der Lage zu verstehen. Doch streckten sie unisono ihre Finger aus, um auf das nahegelegene Schiffswrack zu deuten. An der aufgebrochenen Tür prangte in roten Lettern das Wort Klonopolis, umrahmt von verschrobenen Symbolen. Wir gucken uns erstmal die Symbole an und dann gehen wir da rein. Bei der Durchsuchung des Schiffs sind unsere Analysten auf zahlreiche Dokumente gestoßen. Darunter verzweifelte Anträge auf Evakuierung von Honvert 3a, abgelehnte Einbürgerungsanträge sowie ein Geheimdokument, in dem Prozeduren für körperliche Modifikationen aufgeführt werden. Als unsere leitende Archäologin zur letzten Seite des Dokuments vorstößt, erfährt sie, dass die Klone schließlich einen Kult gegründet haben, der sich der Jagd auf jegliche humanoiden Überlebenden verschrieb, die auf Onward 3a abgestürzt waren. Das Ziel des Kults war es, organische Körperteile für die Klone zu bergen, um die Effekte des replikativen Schwunds zu mindern. Wir nehmen sie auseinander. Wir möchten hier jegliche Gefahr für alle anderen sozusagen aus dem Weg gehen, indem wir die Klone entsorgen. Ist das Astrayera, okay. Varas Elan hat sich verbessert. Auch das ist eine schöne Nachricht. Terra Prime, dort fehlen Wohnungen, okay. Dann werden wir mal eine Wohnviertel bauen, würde ich sagen, oder? Was ist denn da fertig geworden? Beta Pente. Beta Pente ist eine ausgewachsene Starbase. Dort ist die Enterprise. So, wie sieht das hier mit den Missionen aus? 2 von 3. Wir brauchen noch einen weiteren First Contact. Wir müssen noch ein paar Abkommen schließen. Und da werden wir jetzt dann mal schauen, wie wir das am besten machen. New technology has passed testing protocols. Wir werden den Plasmawerfer entwickeln. Und den. Darf ich bitte erstmal den First Contact
Danke. Und jetzt kommen wir zu Memory Alpha. Ein Professor namens Ewald Fall der Akademie der Sternflotte hat uns einen Bericht mit 9 Vorschlägen für Sicherheitsmaßnahmen unserer Zentralbibliothek auf Memory Alpha geschickt. Dieser Bericht empfiehlt ein rigoroses Trainingsprogramm für jegliche Bewohner der Bibliothek, um sich besser gegen Gedankenkontrolleffekte wehren zu können. Anlass für den Vorschlag ist das Cetarianische Massaker auf Memory Alpha. Professor Farr versichert uns, dass dieses Programm der Föderation einen wichtigen Vorteil verleihen wird, sollte sich je wieder ein Vorfall der Gedankenkontrolle ereignen. Das wird nicht nötig sein. Also, wie gesagt, sollte ich mich ab und zu mal ein bisschen verhaspeln heute oder generell ein bisschen weniger sagen, nimmt es mir nicht ganz so übel. Ich nehme die Folge am Donnerstag auf. Ich habe FM Beta gestreamt, die Freitagsfolge davor aufgenommen und es ist auch schon 22.39 Uhr hier am 19.10. Also, ich schlag mir für euch auch durchaus die Abende und so weiter um die Ohren. Wenn das nicht ein Like verdient, weiß ich auch nicht. Ansonsten auch gerne abonnieren und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Ja. Nun ist Star Trek Infinite ja eine Woche draußen. Ich denke, ein kleines Fazit kann man schon ziehen. Es ist kein Stellaris und doch ein Stellaris. Was es aber vielmehr für mich ist, ist zumindest bei der Föderation, bei den Klingonen, bei den Romulanern, Cardassianern habe ich das nicht so ganz gefühlt, aber bei der Föderation fühle ich das. Es ist eine quasi TNG in Spielform. Und das finde ich sehr, sehr geil. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Vor allen Dingen für mich als alten Trekkie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mich gerne eure Meinung über das Spiel wissen. Und solange beschäftigen wir uns mit dem, was unter dem Ödland ist. In einem Tunnelnetzwerk unter der Oberfläche von Rosswert 5 wurde humanoides Leben entdeckt. Unseren Scans zufolge verfügen diese Lebewesen über grundlegende Technologie, auch wenn die Zivilisation noch nicht auf der Kardaschow-Skala gewertet werden kann. Das ist also Pre-Warp, ne? Allerdings befinden sich unseren Analysen zufolge Ruinen einer weiter fortgeschrittenen Zivilisation auf der Oberfläche von Rosswert 5. Diese scheint vor Jahrtausenden in einem globalen Nuklearkrieg zerstört worden zu sein. Na, wir werden sie natürlich aus der Ferne erforschen, denn die oberste Direktive muss gewahrt bleiben. Ganz klar. Wir nehmen nur Kontakt mit Warp-Zivilisationen auf, nicht mit Pre-Warp. We have surveyed a new star system. So. Wir können damit die Mission LaForge, Lichtjahre der Erfahrung, abschließen. Ein Raumschiff kommt nur so weit voran wie sein fähigster Ingenieur. Das Komma ist falsch an der Stelle. Lieutenant Geordi LaForge von der Enterprise hat bei seinem Streben, die entlegensten Winkel des Universums zu forschen, fremde Parasiten, Zeitreisen und sogar romulanische Hirnwäsche überlebt. Und eine Freundschaft mit Data. Mit ihm am Ruder gibt es keinen Ort, an dem wir nicht gelangen können. So, wir bekommen damit den Modifikator volle Kraft voraus.
Warp-Geschwindigkeit und Erkundungsgeschwindigkeit plus 20% und die Unterlichtgeschwindigkeit plus 10. So. Geordi sorgt für Tempo, würde ich sagen. Construction finished on schedule. We have surveyed a new star system. Construction finished on schedule. So, und dann bauen wir hier auch direkt mal ein bisschen die Starbase aus. We have surveyed a new star system. Ah, sehr gut, wir haben das Algerida-System gefunden. Hallo, Vertreter des unbekannten Volks. Ich spreche für Souveränin Orihadu, unseren derzeitigen Anführer. Ich möchte nicht zu viel von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Es genügt zu sagen, dass es keine Arbeit gibt, die ein Hyperianer nicht bewältigen kann. Und auch kein Feind, den wir so leicht vergessen. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen möchten, werden wir eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung eingehen. Andernfalls empfehlen wir Ihnen höflich, weiterzuziehen. Kommunikation über Bildschirme ist so unpersönlich. Und die Riparian Autocracy bittet um unsere Unterstützung beim Erforschen einer experimentellen neuen Hypothese, die ihre Langstrecken-Warp-Fähigkeiten erhöhen könnte. Was Reisezeit und Energiebedarf verringern. Trotz einem vielversprechenden anfänglichen Durchbruch hat die Parian Autocracy in der Forschung einen Stagnationspunkt erreicht. Durch kompliziertere Experimente erfordern exotischere Materialien und zusätzliche Experten, die der Hyperion Autocracy nicht zur Verfügung stehen, deshalb bitten sie uns um Hilfe. Mission Log updated. Die Lionheart wird vermisst. Und How may we serve you? So, wir werden mal schauen, dass wir die vielleicht in die Föderation bekommen. Jetzt haben wir ja hier dieses Algerida. Ich glaube, Algerida haben wir gerade entdeckt. Kann das sein? Ja, haben wir. So, die schicken wir dahin. Die Lionheart wird vermisst. Und dann schicken wir die Cerritos da noch hin. How may we detect a non-federation vessel? Wir werden die Unabhängigkeit garantieren und sehen, dass wir hier dann auch bald die Wirtschaftspakte und so weiter schließen können. Unser Ziel ist es, so viele warpfähige Spezies wie möglich in die Föderation zu bringen. Unter den gemeinsamen Werten von Frieden, Gleichheit, universellen Rechten und wissenschaftlichen Entdeckungen. Wobei wir die oberste Direktive einhalten müssen.
So, wir bekommen mit Abschluss dieser Mission den Modifikator eine helfende Hand. Beziehung verbessern durch Gesandte plus 20%. Sehr gut. Und jetzt können wir auch gleichzeitig die Handelsrouten einrichten, abschließen. Die Entwicklung eines Transportnetzes für Handelsgüter ist für den Fortbestand der Föderation entscheidend. Doch wir wollen nicht nur unseren wirtschaftlichen Gewinn steigern, sondern hoffen auch, durch den Austausch unserer Waren und Dienstleistungen von anderen Kulturen zu lernen. Wir bekommen damit eine neue Handelsrichtlinie. Die Starbases haben eine höhere Handelsreichweite. Finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Als nächstes Forschungslaboratorien, Forschungsstationen, Kulturdistrikte. Das werden wir dann peu à peu machen. Großfrequenzen öffnen. Und ja, so, sehr gut. Läuft, wie ich finde, läuft. Also ich würde die hier tatsächlich auch gerne bei uns ins System in die Föderation integrieren. How may we serve you? Wäre das das Migrationsabkommen? Construction finished on schedule. Sehr gut. Ja, dann schauen wir doch mal. Und dann schicken wir die hier auch hin. Ja, das wollte ich nicht. Ja. We have surveyed a new star system. Unsere Sensoren empfangen Lebenszeichen aus dem Inneren des bedrohlichen würfelförmigen Konstrukts sowie des begleitenden Aufklärungsschiffs. Unser Chefingenieur warnt, dass es sich vermutlich um ein Schiff derselben Bauart handelt, das in der Vergangenheit unser verschollenes Schiff angegriffen hat. Wir haben versucht, Kontakt zu dem Konstrukt aufzunehmen, erhalten als Antwort jedoch lediglich eine statische, sich selbst wiederholende Supraübertragung. Widerstand ist zwecklos. Unsere Sicherheitsoffiziere sind besorgt, doch unser leitender Forscher konnte ein überzeugendes Argument liefern. Die Erkundung dieses Konstrukts ist eine einmalige Gelegenheit, mehr über die Welt um uns herum zu lernen. Wer weiß, was uns erwartet? Wir beamen mit einem vollen Einsatzteam an Bord. Es ist jetzt offenkundig, dass das Konstrukt, auf das wir uns gebeamt haben, das Schiff einer fremden Spezies ist. An Bord bot sich unser Crew ein seltsamer und beunruhigender Anblick. Auf dem Schiff gibt es weder eine dedizierte Brücke noch Wohnbereiche. Stattdessen sind darauf zahllose kybernetische Humanoide untergebracht, die alle über ein komplexes System mit dem Schiff verbunden sind. Darüber hinaus ist unser Crew aufgefallen, dass das begleitende Aufklärungsschiff begonnen hat, sich vom Konstrukt zu entfernen. Alle kybernetischen Humanoiden scheinen sich in einer Art künstlichen Schlaf zu befinden und sind in Stasis-Kapseln untergebracht, die jenen ähneln,
die wir vor Jahren in dem Trümmerfeld entdeckt haben. Spektrographische Analysen zufolge wird diese Struktur noch einige Zeit lang inaktiv bleiben. Wir werden hier vor Ort die Untersuchung fortsetzen. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun. Und in dem Sinne sage ich, ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.